Bei strahlendem Sonnenschein empfingen Ministerpräsident Kurt Beck und seine Gattin Roswitha am Mittwochmorgen Bundespräsidenten Joachim Gauck am Hambacher Schloss. Der Bundespräsident wurde bei seinem ersten offiziellen Besuch in Rheinland-Pfalz von seiner Lebensgefährtin Daniela Schad begleitet. Der Besuch des Hambacher Schlosses sei ein besonderes Geschenk für ihn, sagte Gauck. Er sei schon einmal hier gewesen, als ein Bürger, der sich besonders für Freiheit interessiert. Der Bundespräsident traf im Hambacher Schloss mit Jugendlichen zusammen und informierte sich über die Arbeit des Jugendforums Rheinland-Pfalz. Gemeinsam mit Ministerpräsident Kurt Beck stellte er sich den Fragen der Jugendlichen. Für Ministerpräsident Kurt Beck besitzt Joachim Gauck eine besondere Fähigkeit, die Menschen mit seinen Ansprachen im Gespräch für die Demokratie zu begeistern. Ich glaube, gar nicht zu überschätzen in seiner Bedeutung, denn in der Demokratie hilft ja Macht nur sehr begrenzt. Man muss die Menschen mitnehmen, man muss sie motivieren, man muss ihnen in diesen unsicheren Zeiten auch Hoffnung geben, Zuversicht geben, und das vermag der Bundespräsident in besonderer Weise. Nächste Station des Präsidentenbesuchs war am Mittag die Landeshauptstadt Mainz. In der Staatskanzlei begrüßten deren Chef, Staatssekretär Martin Stadelmeier, die stellvertretende Ministerpräsidentin Evelyn Lemke sowie zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Ehrengast. Gauck traf anschließend mit dem rheinland-pfälzischen Kabinett zusammen. Der Bundespräsident zeigte sich angetan von Rheinland-Pfalz und dankte seinen Gastgebern. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung in dieses schöne Land. Ganz besonders habe ich mich heute gefreut, dass ich nicht nur Ihr Kabinett und Sie hier treffen kann, an Ihrer Arbeitsstelle Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrüßen kann, sondern dass Sie mich an einen Ort gebracht haben und an einem Ort empfangen haben, der für unsere deutsche Freiheits- und Demokratiegeschichte von so enormer Bedeutung ist, nämlich das Schloss Hambach. Anschließend trug er sich ins Gästebuch des Landes ein. Von der Staatskanzlei ging es ins nahegelegene Landesparlament. Am Eingang wurde er vom Parlamentspräsidenten Joachim Mertes empfangen. Gauck rief bei seiner Rede im Landtag junge Menschen zum Engagement für Freiheit und Demokratie auf. Klar könnt ihr eine Zuschauergesellschaft haben, wenn ihr wollt, aber ihr könnt euch auch beteiligen, sagte Gauck. Er lobte das Engagement der Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz. Gauck wörtlich: Ich sehe an der etablierten Bürgergesellschaft, an diesen vielen zivilgeschichtlich engagierten Leuten im Land nicht weniger als ein Demokratiewunder. Seine Rede wurde von den anwesenden Gästen mit viel Sympathie aufgenommen. Ich habe das sehr positiv vernommen, wie er das gesagt hat, und das hat uns unterstützt hier in der Personalratsarbeit natürlich, aber auch alle Bürgerinnen und Bürger im Land, die sich ehrenamtlich engagieren. Auf dem weiteren Tagesprogramm standen noch eine Schifffahrt durch das Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal, ein Firmenbesuch in Boppard sowie ein Besuch des Abendmuseums in Remagen-Rolandseck.